die Römer ihr Römerlager hatten, weil die Abmessungen hier einem Römerlager entsprechen, und zwar von Sizilien bis nach Schottland. Das ist aber eine Sichtweise. Ob das so ist, weiß ich. Da gibt es heftigen Streit in Jerusalem drüber, ob das so ist. Wenn das so wäre, und man sagt hier, das hinten, das wäre eine Chimäre, das hat sich einer ausgedacht, da mit den vier Türmchen da oben drauf, weil da waren ja zwei Legionen Soldaten drin, Fratensis und Apollinaris von den Römern, und das waren Zehntausende von Leuten, und die passen hier nicht rein, ja? Die passen aber auf so ein großes, auf so eine große Fläche, da passen die hin. Das heißt, dann wäre das die Burg Antonia gewesen, und der Tempel wäre hier vorne gewesen. Und die hätten von der Burg Antonia hier runter geguckt auf den Berg Zion, der sich hier erstreckt hätte, mit der Davidsstadt hier runter. Ja? Das Problem ist nur, wenn das so wäre, dann würden die Juden, die beten ja an der West Wall an, an der Klagemauer, die wäre hier hinter, hier, wenn man da hinten runter geht. Ja? Da hinten die Mauer runter und hier unten, da wäre die Klagemauer, dann würden die an einem römischen Militärbauwerk anbeten. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und deswegen wehren sich alle rabbinischen Theologen und Juden natürlich heftig gegen diese Aussage, dass das jetzt die Burg Antonia gewesen wäre. Ja, ich vermute, dass das 50-50 ist. Es kann sein, kann nicht sein, man weiß es. Ich staune drüber eigentlich. Also wie gesagt, hier hat man überhaupt keine Fundamente für gefunden. Und hier passen höchstens 600 Soldaten rein und zwei Legionen. Das sind halt 20.000 Mann und da kommen dann Marketenderinnen und ganze Tross dazu. An Reparatur und Schmiede und Ledersachen. Und das wäre viel zu klein gewesen hier in der Burg Antonia. Aber das ist so die Überlegung. Aber das soll gar nicht so sehr unser Thema heute sein, sondern unsere Frage ist die, es gibt ja von den Juden Überlegungen, einen dritten Tempel zu bauen. Und da findet ihr ganz viel im Internet auch zu. Ja? Viele sagen, der dritte Tempel, da sind die Steine schon fertig und die Juden können den in einem Tag aufrichten und die Kleider für die Priesterschaft ist schon fertig und die Menora ist schon fertig für 1 Million Euro, ja, die in Jerusalem steht, ja, aus purem Gold von einem Amerikaner irgendwo gespendet, 1 Million Dollar soll das gekostet haben. Und dass die Priester jetzt auch schon geübt werden darin, jetzt diesen Tempeldienst zu tun, und viele warten jetzt darauf, dass dieser dritte Tempel von den Juden gebaut wird, ja. Bitte? Die rote Kuh, ja, die ist ganz wichtig. Eine rote Kuh, ja, mit Genmanipulation aus Amerika. Ich weiß gar nicht, ob die koscher ist. Ja, das sind ja Fragen, ja. Die wird dann verbrannt und damit mit der Asche der roten Kuh soll dann praktisch, der Tempel muss dann gereinigt werden. Das Problem ist, der den Tempel reinigt, wird selber unrein dabei. Also sind alles Sachen, die schwierig sind. Und die Frage für mich ist die, steht im Neuen Testament etwas davon, dass die Juden noch einen dritten Tempel in Jerusalem bauen? Und ich glaube, im Neuen Testament steht da nichts von. Da steht an drei Stellen im Neuen Testament von einem Tempel für die Endzeit, von einem Tempel Gottes, eigentlich nur an zwei Stellen, schauen wir uns gleich an. Und deswegen glaube ich, kann man nicht zwingend sagen, dass in Jerusalem noch ein dritter Tempel gebaut würde, baukonstruktiv erstellt würde. Ja, ich glaube nicht, dass man das anhand der Bibel sagen kann. Ich zeige euch gleich, warum. Ich glaube aber auch nicht, dass man das leugnen kann. Warum? Naja, Menschen tun viele Dinge. In Sao Paulo haben sie auch schon einen Tempel gebaut. Der sieht aus wie der Herodes-Tempel. Ja? Und sie sagen, das ist das Format von einem dritten Tempel. Kann sein, die Juden bauen noch einen dritten Tempel, dann müssten sie aber einen Felsendom abbrechen, der mit der goldenen Kuppel. Und da haben sie Angst, dass es dann auf jeden Fall einen dritten Weltkrieg gibt. Deswegen sind sie vorsichtig. Aber es gibt ein Tempelinstitut und wir hören auch gleich noch jemanden aus dem Tempelinstitut, der darüber spricht, wie die das sehen. Deswegen habe ich die Box hier mitgebracht, die hat gefehlt. Und das zeige ich euch mal gleich. Für das Kommen Jesu ist kein dritter Tempel der Juden zwingend notwendig. Ja, also meine Sicht. Meine Sicht wäre auch die, wir sind der dritte Tempel. Ja, der erste Tempel war von Salomo. Der zweite Tempel war von Herodes. Der dritte Tempel ist zunächst mal der Leib Christi. Ja, er sagt, brecht diesen Tempel ab und ich will ihn in 3 Tagen auferbauen. Er sprach aber vom Tempel seines Leibes. Da spricht Jesus von, warum ist sein Leib denn ein Tempel? Naja, da wo Gott wohnt, da ist ja sein Haus. Da wo ihr wohnt, ist euer Haus. Da wo Gott wohnt, ist sein Haus.
Gott wohnte in der Fülle in Christus, also ist der Leib Christi ein Tempel im Heiligen Geist. Ja? Christus redet von dem Tempel seines Leibes. Die Pharisäer haben aber immer gedacht an den Tempel. Ja? Und deswegen erklärt die Bibel, wenn Jesus das sagt, der spricht da im Bild und sagt, brecht diesen Tempel ab und ich will ihn am dritten Tage aufrichten, nach der Kreuzigung. Er redete vom Tempel seines Leibes. Ja? Die Pharisäer haben alle an den Tempel hier gedacht und die heutigen Evangelikalen, viele heutige Evangelikale, denken auch wieder an sowas und das macht mich verunsichert. Ich sage, was ist denn da los? Ja? Und dem gucken wir ein bisschen nach. Der Hebräerbrief, der sagt etwas Wichtiges. Der sagt, das Wichtigste von all dem ist aber, wir haben einen hohen Priester. Wir haben einen hohen, wer ist denn das? Jesus ist unser hoher Priester. Ja, aber Jesus war ja gar nicht aus Levi. Jesus war nicht aus dem aaronitisch-levitischen, sondern aus Juda. Dann dürfte Jesus doch gar kein Priester sein. Ja? Steht auch im Hebräerbrief, was ich sage hier. Ja? Von dem zum Stamm Davids niemals etwas ausgegangen ist vom Priestertum. Ja? Gott hat dem Stamm David nichts vom Priestertum gesagt, sondern dem Stamm Levi. Aber Jesus war doch vom Stamm David. Wie kommt das denn, dass Jesus ein hoher Priester wird? Jesus dürfte ja gar nicht mal ins Allerheiligste des Tempels rein. Das war sein Tempel. Das ist sein Land. Das ist seine Priesterschaft. Ja? Aber der Mensch Jesus war aus der davidischen Linie. Warum? Weil er ein Königpriester ist. Nach welcher Weise denn? Ah, Melchisedek. Ja, danke schön, ja. Aber Melchisedek ist doch gar kein Priestertum. Melchisedek gehört doch gar nicht zum israelischen Priestertum. Ja, was ist denn das für eine Priesterordnung, die Melchisedek-Ordnung? Das ist ein ewiges Priestertum. Der Melchisedek, der taucht plötzlich im Alten Testament auf, ohne Geschlechtsregister, ohne Anfang, ohne Ende. Er ist Melech Zadok. Melech ist der Herrscher, Zadok ist heilig, Sadik, sagen die Rabbiner heute, ja. Er ist Melech Zadok, König, Priester. Abraham wird zinsbar, ja, der gibt ihm den Zehnten der Beute ab und ist ein Priester von Salem. Shalom, das ist ein Bild auf Christus. Im Alten Testament, haben wir doch gesagt, alles im Alten Testament, ja. Jesus deutlich zu sehen. Und jetzt haben wir hier ein neues Priestertum. Christus ist gestorben und auferstanden und ein Priester geworden, nicht nach der Weise Aarons und Levis, sondern ein Priester nach der Weise Melchisedeks, ein ewiger Priester, ein Königpriester. Ja? Das heißt, wir haben einen hohen Priester, der auf dem Ehrenplatz rechts neben dem Thron des allmächtigen Gottes sitzt. Er dient dort als Priester in dem einzig wahren Heiligtum. In dem einzig wahren Heiligtum, das vom Herrn selbst und nicht von Menschen errichtet worden ist. Das ist neutestamentlich. Ja? Das, und da müssen wir festhalten dran. Wie kommen wir dann aber dazu, dass viele Evangelikale sagen, nee, die Juden, die bauen noch einen Tempel und dieser Tempel, den die Juden bauen, ist ein Tempel Gottes. Und das ist dann der dritte Tempel. Dann sage ich, habt ihr denn den dritten Tempel nicht gesehen? Jesus sagt, du musst von neuem geboren werden, Nikodemus, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und ich würde fast sagen, du musst von neuem geboren werden, Nikodemus, sonst kannst du den dritten Tempel nicht sehen. Der dritte Tempel ist seit 2000 Jahren da. Der dritte Tempel sind wir. Der Erstling des Tempels war Christus, sein Leib. Und dann sagt Paulus in den Briefen, ihr, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Oder ihr als Gemeinde Jesus seid ein Tempel Gottes. Da sagt Paulus mehrfach. Immer wenn Paulus von der Gemeinde Jesu spricht, spricht er davon, dass die Gemeinde ein Tempel Gottes ist. Warum? Weil Gott durch seinen Geist in den Gläubigen wohnt. Da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Wenn die Gemeinde Jesu sein Haus ist, ist die Gemeinde Jesu ein Tempel Gottes. Und es ist immer so. Ja? Und zwar in Gänze, aber auch jeder einzelne Mensch, der wiedergeboren ist und an Jesus glaubt, in dem wohnt Gottes Geist. Das hilft dem Gottes Wort zu verstehen. Und da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Also ist auch jedes einzelne Leib ein Tempel im Heiligen Geist. Ja, das ist ja ganz ähnlich dann bei uns wie bei Jesus. Na ja, natürlich. Warum? Na, weil die Gemeinde sein Leib ist. Wir sind eins mit Christus. Ja, dann seid ihr ja auch kleine Melchisedeks. Ja, natürlich. Wir werden auch eines Tages mit ihm herrschen. Steht in Offenbarung, oder? Wir werden eines Tages, wenn er herrscht, werden wir mit herrschen. Das ist etwa, aber jetzt noch nicht, ja? Jetzt noch nicht, jetzt warten wir noch. Wir sind Wartende. Aber wir wissen, dass Christus unser hoher Priester ist, ja?
und dass wir einen hohen Priester in Christus haben. Wir haben einen hohen Priester, wir haben einen Tempel, wir haben ein Opfer, wir haben Reinigung von unseren Sünden. Wir haben alles das, was die Juden seit 2000 Jahren vermissen. Das haben wir. Und eigentlich sollten sie eifersüchtig werden und sagen, ich muss auch an Jesus glauben, dann habe ich das auch. Ja? Aber jetzt passiert es genau umgekehrt. Jetzt wenden sich die Christen, die Evangelikalen, ich fasse das etwas allgemein zusammen, ja? Die wenden sich um zum Judentum und hören auf das, was die Juden sagen, mehr als auf das, was Paulus geschrieben hat und der Hebräerbrief und das Neue Testament. Das ist auch eine Form von Bekehrung, nur in die falsche Richtung. Ja? So, und wenn wir das alles festhalten, dann schauen wir uns mal an, was überhaupt da mit dem Tempel ist. Da habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht. Das ist die Stiftshütte, ja? Im Sinai haben sie die aufgebaut in Originalgröße, gibt es aber auch im Bergischen Land, glaube ich. Hier sieht man mal ins Innere der Stiftshütte. Ja, da außenrum war so ein weißer Vorhang. Hier ist der Eingang, hier ist der Brandopferaltar, hier ein Waschbecken, hier geht es ins Heiligtum und hier ist das Allerheiligste. Ja? Hier ist die Menora, der siebenarmige Leuchter. Und da sind 12 Schaubrote, die sind im Heiligtum. Das ist ein Bild auf die Gemeinde Jesu, die besteht aus 12, aus Israel, aus Juden und aus Heiden, Menora. Und die Gemeinde Jesu ist schon im Heiligtum und schaut schon ins Allerheiligste, wo sie eines Tages sein darf, wenn sie entrückt ist. Ja? Und der Weg zu Gott führt durch die Tür. Christus sagt, ich bin die Tür. Hier ist der Opferaltar, ich sage mal bildhaft für Golgatha. Hier ist ein Waschfass, der Heilige Geist, Gottes Wort reinigt uns. Eingang ins Heiligtum, wo ein anderes Licht uns scheint als das natürlich-kreatürliche. Ja? Mit Blick auf die Vollendung in Christus, in dieser Bundeslade, in der das Wort Gottes ist. Ja? Das ist also so grob die neutestamentliche Bedeutung von der alttestamentlichen Stiftshütte. Und wir können sagen, eigentlich das hier ist der Vorhof, das ist das Heiligtum und das ist das Allerheiligste. Ja? Was war im Allerheiligsten? Bundeslade, ja? Habe ich ja ein Originalfoto mitgebracht? Natürlich nicht, ja? Ist ja verloren gegangen, ja? Bundeslade gibt es nicht mehr. Den siebenarmigen Leuchter könnt ihr sehen, wenn ihr nach Rom fahrt, im Titusbogen, da ist er noch drin, ja, der Leuchter. Da haben sie ihn reingemeißelt. Das ist so eine Nachbildung. Aber so ungefähr muss es ausgesehen haben. Eine Lade, eine Kiste aus Holz, vergoldet, der Korpus vergoldet. Der Deckel aus reinem Gold, getriebenes Gold, nicht geschmolzen, getriebenes Gold. Ein Bild auf Christus, er ist aus reinem Gold. Die Gemeinde überkleidet mit Christi Gerechtigkeit. Innen sind wir Holz, außen sind wir Gold. Ja? In der Bundeslade drin, die 10 Gebote, Gottes Wort, das Manna und der Stab Aarons, der gekrönt hatte. Priestertum, da finden wir es wieder. Ja? Ganz starke Bilder, die uns hier gezeigt werden. Ganz neutestamentlich. Ja? Ich glaube, so waren die Bibelstunden früher. Ohne Neues Testament muss man ja Gemeinde Jesu erklären. Ja? Da nimmt man dann so Beispiel für. Und ich glaube, wenn Jesus auf dem Tempelplatz gesessen hat und da in die Erde schreibt, wo die mit der Ehebrecherin kommen, ja, dann sagt Jesus, ja, schreibt er mit dem Finger auf die Erde. Und die sagen, was ist mit der Frau hier? Du musst sie jetzt ja auch steinigen. Ja? Und Jesus malt dann mit dem Finger auf die Erde. Ich glaube, der hat die 70 Jahrwochen da aufgemalt. Weil er kein Papier hatte, so wie wir, kein PowerPoint. Ja, das war PowerPoint damals in Sand. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, der hat Bibelstunde gemacht mit den Menschen. Und jetzt kommen die da mit ihren komischen Pseudo-Fragen, ja? Wo sie Jesus da irgendwelcher Sünden überführen wollen. Also, gut, okay. Aber das sind ganz starke Bilder auf die Gemeinde Jesu. Das war praktisch vor dem ersten Tempel, ja. Dann hat Salomo, ich nehme jetzt mal das, also hier vermutet man, dass hier der Zionsberg sich erstreckt hat und dass da irgendwo der Tempel gewesen wäre. Aber lassen wir es mal gut sein. Das ist der Blick jetzt hier vom Ölberg rüber auf den normalen Tempelberg, die goldene Kuppel vom Felsendom, Al-Aqsa-Moschee hier vorne. Und wenn man hier hinten rumläuft, dann hier hinten rein, dann von der Rückseite ist hier die Western Wall, die Westwand von hinten, ja, praktisch. Das ist dann der, dort ist dann praktisch, hat Herodes den zweiten Tempel dann ausgebaut. Ja, der wurde ja unter Zerubabel gebaut, als Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkommt. 516 vor Christus hat er den Tempel gebaut, klein und relativ überschaubar. Und der Herodes hat den ausgebaut zu großer Pracht.
der hatte Zinnminen irgendwo, ich glaube im Mittelmeer auf Zypern. Und mit Zinn und Bronze kann man Kupfer herstellen, waffenfähiges Kupfer. Und dann war der war in der Rüstungsindustrie, muss man sagen. Und mit dem Geld hat Herodes sich dann die Juden annehmlich machen wollen, indem er ihnen dann einen prächtigen Tempel baut. Ja, diesen sogenannten zweiten Tempel. Und den vermuten die Juden, will man dann wieder aufbauen. Das Problem ist nur, dann würde man ja einen Herodestempel aufbauen. Herodes war ein Edomiter aus Edom. Also würden die Juden dann einen Tempel eines Edomiters wieder aufbauen und glauben dann, das wäre ihr Tempel. Und die Evangelikalen glauben, dass das der Tempel Gottes wäre. Ich habe da ganz viele Fragen dran. Ja? Das ist jetzt mal ohne Bibeltext, aber das sind Fragen, die ich daran habe und die mir auch so keiner beantworten kann. Ja? Ja? Offenbarung 14, Verse 15 und 17, da steht zwei Tempel erklärt. Ein Tempel und ein Tempel im Himmel. Das, also ich sehe darin auch tatsächlich. Da taucht er wieder auf, ja? Ja. Der irdische Tempel wird doch erwähnt. Ja. Im Neuen Testament. Auch Offenbarung 11, die Bundeslade wurde gesehen im Tempel, im Himmel, ja? Ja, das sind so Stellen, wo der Kreis sich wieder schließt, ja? Ja. Mir geht es nur darum, ich werfe so ein paar Schlaglichter mal da drauf, ja? Und wir nähern uns so nach und nach mal dem Thema. Was ich euch zeigen möchte noch ist, es gibt verschiedene Meinungen zum dritten Tempel von einem Rabbiner, der hier vom Tempelinstitut ist. Also es gibt ein Tempelinstitut, die sammeln seit 75 Jahren Geld aus der ganzen Welt für den Tempel, den sogenannten dritten Tempel, den die Juden bauen wollen. Und es gibt Pastoren, die sagen, die könnten den Tempel 10-mal bauen. Weil in 75 Jahren, da ist so viel Geld zusammengekommen, zumindest leben die auch davon, von den Spenden. Und die ganze Welt spendet, alle Christen der ganzen Welt spenden, damit Israel seinen dritten Tempel bauen kann. Ja? Da dürfen auch alle rein, nur die Christen nicht. Ja, wir sind ja unrein, weil wir sagen ja, ein Mensch sei Gott. Ja, wir sagen ja, Jesus sei Gott. An der Gottheit Jesu, da wird sich's irgendwann entscheiden in der Endzeit, ja. Und die Juden sagen, wenn man Jesus als Gott bezeichnet, dann lästert man Gott und darauf steht die Todesstrafe. Ja? Das ist heftig. Jetzt zeige ich euch mal ihn hier. Er ist der Rabbi Hillel Weiss vom Tempelinstitut. Er ist der Leiter des Sanhedrin. Der Sanhedrin ist jetzt neu gegründet worden, in Israel, gut neu, im Jahr 2015 gegründet worden. Und jetzt gerade gibt es in Israel diese Demonstrationen und Hunderttausende von Israel sind auf der Straße und sagen, wir wollen nicht unter die Gerichtsbarkeit von solchen Herren kommen, die in Tel Aviv leben, ohnehin sehr verkommen und sehr modern. Da gibt es alles, ja, was der moderne Mensch sich wünscht, gibt es in Israel, in Los Angeles noch mehr, aber dann kommt sofort Tel Aviv. Ja. Und diese Leute sagen, wir leben da ein sehr liberales, freies Leben und die wollen uns jetzt hier mit dem Sanhedrin unter ihre Talmud-Gesetze bringen. Und das wollen wir nicht. Und dagegen demonstrieren die. Das ist der Grund, warum die in Tel Aviv auf der Straße sind. Ja? Und ich lasse das mal laufen. Könnt ihr mal hören, was er so sagt. Ich versuche das zu übersetzen. Ich hoffe, dass es laut genug ist. Der Messias wird der Richter sein. Der Messias wird der Richter sein. Nicht mit dem, was er hört, nicht was er sieht, was er hört, sondern was er schmeckt, was er riecht. Glaubt ihr, dass Messias der Sohn Davids ist? Der Messias der Sohn Davids ist? Er ist auf jeden Fall ein Jude, er ist nicht Jesus. Und wenn die Christen das so glauben wollen, dann sollen sie es halt glauben. Aber wir werden niemals unsere Meinung ändern. Wir gehen lieber zurück nach Auschwitz, als dass wir unsere Religion ändern. Wir sind treu. Was passiert mit den Christen, die diesen Messias ablehnen? Nun, ich weiß es nicht. Ich bin nicht der Messias, ich weiß es nicht. Das war jetzt hier, glaube ich, auch 2018 im Dezember. Da hat man vor den Mauern Jerusalems den Tempel, also den Altar eingeweiht. Also einen Altar, in dem dann auf den im dritten Tempel geopfert werden sollte. Was wir haben, ist der neue Sanhedrin und die Einweihung des dritten Tempelaltars, was unglaublich ist. Wir dachten, das wäre ein Fake News. Wir haben nicht geglaubt, dass das echte Nachrichten wären. Wir haben das im Internet gesehen, aber wir haben jetzt 10.30 Uhr heute Morgen in Jerusalem.
Und wir haben tatsächlich eine Weihung, ein Einweihungsritual für den Altar, für den Opferaltar des dritten Tempels. Also wenn ihr seht, dass ihr Christen habt, die diesen dritten Tempel bezahlen, das geht nicht in eine gute Richtung. Ja? Ich glaube, dass viele Menschen glauben, dass wenn der Tempel gebaut ist, wird entweder der Messias helfen, ihn zu bauen, oder er wird kommen und wird ihn bauen. Also das ist das, was sie erwarten. Also das ist schon interessant, und es ist die Frage, ob erkennt Gott so ein Opfer an, so ein geopfertes Land? Nein. Warum? Weil er seinen Sohn geopfert hat. Wenn wir wieder zurückgehen zu den Opfern der Lämmer und Böcke, dann gehen wir ja zurück zum Sinai. Dann gehen wir ja zurück zu einem aaronitisch-levitischen Priestertum. Aber wir haben doch einen Priester, einen ewigen Priester. Jesus Christus ist doch unser Priester. Wieso sollen wir denn zurückgehen zum Sinai? Das wäre ja ein Rückschritt, den wir machen. Und das ist das, was alles mitschwingt, wenn von den evangelikalen Pastoren gesagt hat, die Juden werden noch einen Tempel bauen. Ja, und das steht in der Bibel, das behaupten die dann. Ja? Ich zeige euch die Stellen auch gleich. Ich zeige euch auch Roger Libby noch. Aber trotzdem, ausdrücklich darüber. Die Bibel spricht ausdrücklich darüber. Ein dritter Tempel wird gebaut werden. Der wird noch kommen. Der wird noch kommen. Also diese Periode, in der wir heute noch sind, ohne jüdischen Tempel, wird ein Ende haben. Ja, das war es auch schon. Ja, danke schön. Ja, also Libby sagt halt, die Periode ohne jüdischen Tempel heute wird ein Ende haben. Mit welcher Bestimmtheit er das sagt, weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, will ihn auch da nicht schimpfen oder diskreditieren. Er ist halt der Lehrer, den man nach solchen Sachen fragen muss, wenn es um diese Themen geht. Und er sagt also ganz klar, es wird ein dritter Tempel kommen, der wird gebaut werden, und die Bibel spricht davon. Ja? Okay, ja, schauen wir uns kurz mal an. Damit ging alles los. Stiftshütte haben wir schon gesehen. Um 1400 vor Christus wurde die Stiftshütte in der Wüste gebaut. Zeltheiligtum, was Israel auf der Wüstenwanderung mit sich geführt hat. Ja? Dann kommen die ins gelobte Land, dann kommt erst die Richterzeit, dann irgendwann kommt der König Saul, dann kommt der König David, dann kommt der König Salomo, und Salomo baut um 950 den ersten Tempel, und der steht bis 586, bis Nebukadnezar den Tempel zerstört hat. Dann ist der erste Tempel kaputt. Dann gibt es 70-jährige babylonische Gefangenschaft von 586 bis 515, ja, 70 Jahre. Dann kommt der zweite Tempel. Der wird gebaut von Zerubabel. Diesen zweiten Tempel hat dann Herodes ausgebaut. Und wie geht es jetzt weiter? Jetzt müsste ja eigentlich der dritte Tempel kommen, ja? Und der kommt jetzt auch, aber ganz anders, als wir gedacht haben. Was sagt das Neue Testament über den dritten Tempel? Es gibt nur die drei Stellen im Neuen Testament über den dritten Tempel. Die erste Stelle aus Johannes 2, die habe ich schon eben euch gesagt. Ja? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel, und am dritten Tag will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Das ist ja ein Bild, was Jesus hier gebraucht, ja? Das ist eine Übertragung. Und die Pharisäer, die haben hier in Holz und Steinen gedacht. Ja, dieser Tempel. Holz, Stein und baukonstruktiv. Nikodemus hat biologisch gedacht, soll ich wieder in den Leib meiner Mutter gehen? Das ist irdisch gesinnt. Das ist biologisch, das ist baukonstruktiv, das ist in Steinen und Holz. Aber nach 2000 Jahren Christentum, nach dem paulinischen Evangelium, nachdem Johannes erklärt hat, dass Jesus von dem Tempel seines Leibes sprach, nachdem Paulus von der Gemeinde Jesu als Tempel des Leibes spricht, um Himmels Willen, warum gehen da die Evangelikalen wieder zurück zum aaronitisch-levitischen Priestertum und glauben, die Juden müssten einen Tempel bauen und der wäre dann ein Tempel Gottes, wo wir doch Tempel Gottes sind? Ich weiß nicht, ich empfinde das als gravierend, ja? Wie kann man das machen? Denken die denn genauso baukonstruktiv und sagen, ja, der Tempel, der könnte ja, ist ja schon Steine und ist ja schon alles fertig, der könnte in einem Jahr gebaut werden? Das erinnert mich an sowas. Ich bin da irre an euch, sagt Paulus zu den Galatern. Ja? Das erstaunt mich. Und es gibt dann neben dieser Johannes 2-Stelle nur noch 2. Thessalonicher 2 und Offenbarung 11,
die von einem Tempel in der Zukunft sprechen, als einer besonderen Einrichtung, ja, die noch irgendwo kommen müsse. Und zwar steht in 2. Thessalonicher 2 davon, dass der Antichrist sich in den Tempel setzt und sich dort als Gott ausgibt, ja, und sich göttlich verehren lässt. Was ich jetzt euch gesagt habe, ist nicht die ganze Wahrheit. Da steht nämlich in der Bibel was anderes. Da steht, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt. Nicht in irgendeinen Tempel, sondern der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes. Und jetzt sagt Paulus, der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Wer ihr? Ihr Korinther. Was, Korinther waren doch unbeschnittene Heiden. Was haben die denn mit dem Tempel zu tun? Wie kann Paulus so eine ketzerische Sache den Korinthern schreiben? Ja, das sind Goy, die sind unbeschnitten, die leben in allen Sünden. Aber Paulus wusste, dass die Gemeinde Jesu ein Tempel Gottes ist. Und in einen Tempel Gottes setzt sich der Antichrist. Das steht da eigentlich. Die Pastoren sagen aber nur, der Antichrist setzt sich in den Tempel und lässt sich dort göttlich verehren. Und der Tempel ist ein jüdischer Tempel. Und das ist nur die halbe Wahrheit. Ja? Das ist unscharf. Das muss man nachjustieren, bis das scharf wird. Ja? Und das versuchen wir ein bisschen. Okay, also wir haben jetzt, und dann kommt Offenbarung 11, noch zeige ich euch gleich noch die Stelle. Da steht, und es ward mir ein Stecken gegeben, einem Rohrstab gleich, und mir wurde gesagt, miss den Tempel und den Altar und die darin anbeten, aber den Vorhof wirf hinaus, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten, 42 Monate. Ja? Also da ist auch wieder die Rede vom Tempel Gottes. Das sind die drei Stellen, mehr ist es nicht. Ja? Also wir haben jetzt praktisch Stiftshütte, erster Tempel, zweiter Tempel, der dritte Tempel. Naja, ist Jesus. Wer sagt es? Na, er selber. Er selber, ja? Das heißt also, Jesus ist auch ein Tempel Gottes. Warum? Weil Gottes Geist in ihm wohnt. Ja? Warum wäre Jesus ein Tempel Gottes? Habe ich euch schon gesagt, ja? Wisst ihr schon? Warum sind wir ein Tempel Gottes? Weil Gottes Geist in uns wohnt. Jesus und die Gemeinde gehören zusammen. Und wir sind der dritte Tempel. Ja, der dritte Tempel ist also schon da. Du musst von neuem geboren werden, denn sonst kannst du den dritten Tempel nicht sehen. Ja, Gemeinde Jesu. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Da, wo Gott wohnt, da ist ein Tempel, ja? So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Was ist paulinisches Evangelium? Der dritte Tempel ist in der Gemeinde Jesu angefangen. Er ist der Eckstein, er ist der Erste und dann kommen wir aus der Gemeinde, die mit zu diesem Tempel dazugehören. Ja? Okay, also wir haben jetzt praktisch den dritten Tempel, sehen wir schon zumindest einen Anfang. Das heißt also, der dritte Tempel, der bestand aus Jesus selber und aus der Gemeinde Jesu seit Pfingsten. Ja? Diese Gemeinde Jesu bildet zusammen den dritten Tempel. Wann begann die Gemeinde Jesu? Zu Pfingsten. Das heißt also, wir haben Stiftshütte, Tempel Salomos, Tempel Zerubabels und danach die Gemeinde Jesu. In Klammern Tempel Herodes, ja, die zweite Tempelperiode nehme ich da mal zusammen. Und der dritte Tempel ist die Gemeinde Jesu und die besteht aus Jesus selber und aus dem Pfingstereignis in Jerusalem, Wiedergeburt Jerusalems vor 2000 Jahren. Und die besteht aus der Gemeinde aus den Nationen. Und die bilden den dritten Tempel. Ja? Aber es fehlt noch was. Das schauen wir uns gleich an. Wo bringen wir da jetzt den Tempel der Juden rein? Der müsste ja eigentlich da sein. Ja, der müsste ja an den zweiten Tempel des Herodes anschließen. Ja? Aber die Juden oder der Tempel, der dann in der Endzeit jetzt noch gebaut werden sollte, der wäre dann ja nachdem die Gemeinde Jesu da ist. Das wird ja in der Endzeit der Gemeinde Jesu sein. Das sind ja 2000 Jahre hier zwischen dem zweiten Tempel, der 70 nach Christus zerstört wurde, und 2023. Dazwischen ist auf jeden Fall die Gemeinde Jesu aus den Heiden, die ein Tempel ist. Ja? Und die Juden würden in ihrer Perspektive eigentlich vom Tempel Zerubabels, also von der zweiten Tempelperiode, springen bis in die Endzeit. Und das hier, die Gemeinde Jesu, das sehen sie nicht. Sie sind verstockt. Wer sagt das? Paulus. Die akzeptieren uns ja nicht als Gläubige. Wir sind für die Götzendiener, ja, weil wir sagen, ein Mensch sei Gott. Das heißt, sie sind 2000 Jahre verstockt und die wollen von hier hinspringen.
Aber das ist erstaunlich, dass die Pastoren das akzeptieren und dass sie das heute predigen. Sind die irdisch gesinnt? Fehlt ihnen die geistliche Perspektive? Sollten die nicht den Christen predigen, dass die Christen Gottes Tempel sind? Dass unser Leib heilig ist und wer unser Leib verderben wird, den wird Gott verderben? Sind wir der Augapfel Gottes? Ist die Gemeinde Jesu jetzt in der Aufmerksamkeit Gottes? Aber unbedingt. Ja, mehr noch als Israel? Ja, leider schon. Ja, im alten Bund war Israel den Völkern vorgezogen. Jetzt ist Israel beiseite getan. Warum? Uns zu gut. Ja, nicht uns Heiden zu gut, der Gemeinde Jesu zu gut. Die besteht aus Juden und aus Heiden. Ja, das ist die Aufmerksamkeit Gottes. Das heißt also, die Juden wollen noch diesen Tempel, diesen sogenannten dritten Tempel bauen, der wir aber eigentlich sind. Und wenn die Evangelikalen sagen, die Juden bauen auf jeden Fall noch einen dritten Tempel, dann vergessen sie dabei, dass wir Tempel Gottes sind. Ja? Und ich zähle den auch einfach mit. Ja? Der Punkt ist jetzt der, wenn die Juden einen Tempel in der letzten Zeit bauen werden, nehmen wir mal an, sie bauen einen, hypothetisch. Ich weiß nicht, ob sie einen bauen. Kann sein, sie bauen einen, kann sein, sie bauen keinen. Ja? Menschen machen viele Dinge. Ja? Manche Sachen sollen sie tun, manche Sachen tun sie nicht. Für mich ist auch nicht die Frage, ob die Juden einen Tempel bauen oder nicht. Für mich ist die Frage die, hat der Apostel Paulus oder der Apostel Johannes in seinen Briefen oder in der Offenbarung für die Endzeit einen dritten jüdischen Tempel vorhergesagt oder nicht? Das ist für mich die Frage. Ja? Das heißt also, ich muss klären, wenn Paulus sagt, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes, und wenn jetzt Roger Libby sagt, das ist ein jüdischer Tempel, den die Juden noch bauen, dann muss ich klären, ist denn dieser jüdische Tempel ein Tempel Gottes? Kann der das sein? Und das spielen wir mal einfach durch. Ja? Ist der jüdische dritte Tempel ein Tempel Gottes oder ist das ein eigenwilliger jüdischer Tempel, den die Juden nicht bauen sollen? Was sich heftig anhört, ja? Stellt euch vor, ein Jude im Tempelinstitut will den Tempel bauen. Jetzt bekehrt er sich plötzlich zu Jesus. Dann wird er Christ. Würde der noch einen Tempel bauen wollen? Nee. Ja, wie kommt das denn? Ja, der weiß, dass er selber ein Tempel ist im Heiligen Geist. Ja? Das heißt also, diese ganze Tempelfrage löst sich in dem Moment auf, wo ich an Jesus glaube, weil wir haben einen hohen Priester, wir sind der Tempel, wir haben ein Opfer, wir haben Reinigung von unseren Sünden. Was wollte das Judentum uns geben? Was wollte das Judentum, das rabbinische Judentum wegen mir, was wollte uns das geben, was wir nicht schon hätten in Christus? Wir haben alles in Christus. Ja? Und in ihm allein. Ja? Okay, also ist der jüdische dritte Tempel ein Tempel Gottes? Können wir oder kann Gott die blutigen Opfer im Tempel anerkennen zur Vergebung der Sünden? Nein. Warum? Weil nur Vergebung in Jesus ist. Seid ihr einig mit mir? Ja? Okay, wir gehen Stück für Stück durch. Können wir oder kann Gott den hohen Priester in einem solchen dritten jüdischen Tempel anerkennen? Weil die werden ja dort eine Priesterschaft einrichten. Da wird es auch einen hohen Priester geben mit einem Brustschild, mit Steinen drauf. Urim und Thummim, keine Ahnung, wo er das nimmt. Ja? Schwierig. Aber die werden ja einen hohen Priester dort in den Tempel einrichten. Kann Gott den hohen Priester anerkennen? Nein. Warum? Weil Christus hoher Priester ist. Nach einer ganz anderen Priesterordnung. Ja, hat die Priesterordnung sich geändert? Ja, ja, zum Priester Melchisedeks. Ja? Also nicht mehr Sinai, nicht mehr Beschneidung, sondern Christi-Gesetz, das Gesetz Christi. Ja? Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz vom Sinai erfüllen. Nein, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Was ist denn das Gesetz Christi? Naja, er sagt, das, was Christus für uns getan hat, das tut ihr euch auch gegenseitig. Christus hat unsere Last getragen, tragt ihr auch die Last gegenseitig, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ist das schon alles? Ja. Christen sollen eigentlich nur angenehme Menschen sein. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Habt ihr schon mal liebevollen Menschen gesehen? Kennt ihr jemanden im Geschäft, wo er sagen würde, das ist ein besonders freundlicher Mann? Der Hausmeister grüßt mich jeden Morgen, ja? Das ist ein freundlicher Mann. Kennt ihr jemanden, wo er sagen würde, der ist mir aufgefallen, weil er so geduldig ist? Das wäre jemand, der Christ ist. Wir sind nicht mehr unter diesem Gesetz des Sinais. Wir sind nicht unterm Talmud. Wir sind nicht unterm rabbinischen Gesetz.
Wir sind in Christus frei. Und ja, und wir sollen Charaktere werden. Ja, wir sollen keine Typen mehr sein, wir sollen Charaktere werden. Die Aufgabe, kommen wir morgen zu, die Aufgabe der Gemeinde Jesu ist nicht das Gesetz zu halten. Die Aufgabe der Gemeinde Jesu ist, Christus darzustellen. Das ist aber viel mehr. Ja? Ich kann das nicht oft genug sagen. Unsere Aufgabe ist nicht, das Gesetz zu halten und klein zu gucken, hast du jetzt diesen, hast du das. Wir sollen Christus darstellen. Ja, ich weiß, in Schwachheit vielleicht. Warum sollen wir denn Christus darstellen? Na, weil wir zu ihm gehören, wir sind sein Leib. Christus ist noch auf der Erde in seiner Gemeinde, die ja offensichtlich sein Tempel ist. Ja? Das heißt, die Aufgabe der Gemeinde ist, Christus darzustellen, weil wir zu ihm gehören. Und weil Christus ein angenehmer, ein wahrhaftiger, ein ehrlicher, ein König war, deswegen sollen wir so leben wie er. Aber wir sind frei von diesem mosaischen Gesetz. Ja? Wir leben im Gesetz des Geistes. Wir leben im Gesetz der Freiheit. Wir leben im Gesetz Christi. Wir leben nicht in einem buchstäblichen Gesetz. Unser Gesetz ist eine Persönlichkeit. Jesus, ja? Warum? Ja, weil wir doch von Neuem geboren sind. Wir haben doch Gottes Geist. Unser Gesetz ist nicht Buchstabe. Unser Gesetz ist Wort Gottes in Christus. Das ist ja was ganz anderes. Naja, natürlich. Warum? Weil das Alte Testament nur Schattenbild ist. Und das Neue Testament hat die Wesenheiten in Christus. Das Alte Testament ist nur Modell 1 zu 50. Tempel. Ja? Das Neue Testament ist Wesenheit. Wo steht das? Im Korintherbrief? Im Kolosserbrief und im Hebräerbrief. Könnt ihr das nachlesen, ja? Fällt uns jetzt die Zeit. Ich will nur euch da ein bisschen draufstupfen. Das verschweigt man euch heute. Wir sollen nicht mal mehr die 10 Gebote halten. Ich weiß, die 10 Gebote. Wenn ich so lebe, wie Jesus gelebt hat, werde ich dann lügen? Nein. Werde ich stehlen? Nein. Werde ich Ehe brechen? Nein. Werde ich falsch Zeugnis reden? Nein. Werde ich Vater und Mutter ehren? Ja. Ja, dann halte ich also die Gebote eigentlich so nebenbei? Ja, natürlich. Sabbat ja? Heiligen auch? Auch. Unser Sabbat ist jeden Tag. Nein, also ja, wir ruhen doch von unseren Werken. Ja? Ja, also das ist ein schwieriges Thema, weil der Punkt ist der, dem Juden wird gesagt, du musst das Gesetz halten. Wenn du das Gesetz hältst, dann wirst du heilig vor Gott. Ja? Das heißt, du musst etwas tun, damit du etwas wirst. Das ist alttestamentlich. Was ist denn neutestamentlich? Du musst etwas sein, damit du etwas bist. Was musst du denn sein? Du musst von Neuem geboren werden. Ja? Du musst von Neuem geboren werden. Und wenn du etwas bist, wenn du von Neuem geboren bist, dann kommt das ganz normal aus dir, natürlicherweise aus dir heraus. Du musst etwas sein und dann kannst du auch etwas tun. Im Alten Testament musstest du etwas tun, um etwas zu werden. Nämlich gerecht vor Gott. Im Neuen Testament sollen wir glauben und wir sind von Neuem geboren und wir sollen Christus darstellen und wir sind frei vom Gesetz, weil wir gebunden sind an Jesus. Ja? Wir sind auf Gedeih und Verderb, sagt jemand auf der Freizeit, sind wir an Jesus gebunden. Herrlich, ja? Er ist unser Gesetz. Wenn Jesus mit den Zöllnern und mit den Handwerkern damals und den jungen Leuten zusammengesessen hat, ja, dann haben die gesagt, hey, das ist einer von uns. Der hat schaffige Hände. Wer war aus dem Schwabenländle? Ihr wisst, was schaffige Hände sind, ja? Guckt mal, der hat Zimmermannshände. Der ist einer von uns, der schafft, das ist kein Theoretiker. Der kann was anfassen. Jesus war ein König, ja? Mit dem hat man keine Männchen machen können. Pilatus hat gezittert vor Jesus. Ich sage das gerne, das war ein Mann. Das war ein Mann. Und wenn du Jesus gesehen hast, der hat Aura gehabt, der hat einen Raum gefüllt. Tausende sind Jesus nachgefolgt. Das ist unser Herr Jesus. Da müssen wir uns nicht schämen, ja? Kaiser und Könige haben an Jesus geglaubt. Und wenn man Jesus gesehen hat, der hat Ausstrahlung gehabt. Das war ein Triple-A-Mann, ja? Wenn Jesus mit Nikodemus zusammen, das waren Männer, ja? Also ich sage das gerne von meinem Herrn Jesus, weil wir sollen uns nicht schämen fürs Evangelium, ja? Das ist der Herr der Welt. Ja, das ist Jesus. Und wir sind geadelt dazu, dass wir so sein sollen wie er. Ja, wir sind frei von dem mosaischen Gesetz. Wir sind Tempel. Wir sind im ewigen Sabbat. Das sagt der Hebräerbrief. Warum? Christus ist unser Sabbat. Warum? Weil wir ruhen von den Werken aus dem Gesetz. Wir sind schon in seinen Sabbat eingegangen, in den Sabbat Christi, nicht in den Samstag.
Nicht im Sonntag. In den ewigen Sabbat Christi. Wir sind. Ja? Die Gesetzesleute, ob die Alt- oder Neutestamentler sind, wollen Gottes Wort tun. Aber wir essen das Wort. Ja? Die Gesetzesleute wollen das Wort tun. Wir sind gezeugt aus dem Wort. Entschuldigung, wir sind Glaubensadel. Da kann nicht, ja, da kann nicht jeder mit. Ja? Das muss man auch mal sagen. Die Gesetzesleute wollen das Wort tun. Wir essen das, das ist unsere Speise. Wir sind Wort Gottes an die Welt. Und jetzt wollen die mit uns wieder zurück zum Sinai, dass wir in dem sinaitischen Gesetz uns irgendwo mühen, was doch die Väter auch alle nie halten konnten. Das ist doch die ganz falsche Heilsordnung. Ja? Wie kann man denn so rückwärtsgewandt sein? Ist es das Evangelium, was man heute hat? Ist es so mager? Das ist ja noch magerer, da redet ja überhaupt keiner mehr von. Ja? Aber das ist die Berufung der Leibesgemeinde Jesu Christi. Christus darzustellen, Wort Gottes an die Welt zu sein, gezeugt durchs Wort. Wir essen das Wort, wir schätzen das Wort. Aber nicht den Buchstaben, sondern das Wort, die Bedeutung, den inneren Sinn. Ja? Johannes, da höre ich damit auf, Johannes sagt, wir geben euch kein neues Gebot, sondern das alte Gebot, was ihr schon immer hattet. Ja? Wiederum geben wir euch ein neues Gebot, denn das wahre Licht scheint jetzt. Das heißt, das Licht des Geistes leuchtet auf das Gesetz vom Sinai und zeigt Christus und zeigt die Gemeinde Jesu und zeigt ein neues Leben in Christus, ein Auferstehungsleben. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi, so heißt es. Ja? Christus ist auferstanden, unsere Hoffnung ist lebendig. Warum? Weil er unsere Hoffnung ist. Es hängt alles an Jesus, alles. Ja? Das heißt also, diese Rückkehr zum Tempel und zu sagen, die Juden bauen dann noch einen Tempel, das ist so verquer und so widerspricht so dem Neuen Testament, dass ich sage, was ist denn da los? Wie kommen die auf solche Aussagen? Ja? Gut, jetzt muss ich den Bogen wieder hier zurückkriegen. Ja? Okay, also Opfer, blutige Opfer, kann weder Gott noch können wir das anerkennen, Hohenpriester auch. Kann Gott eine alttestamentliche Priesterschaft anerkennen? Nein. Was ist denn mit der alttestamentlichen Priesterschaft? Die ist beendet. Durch wen? Durch Christi-Priesterschaft. Wie lange dauert denn Christi-Priesterschaft? Ewig. Warum? Naja, weil ein Priester nach der Weise Melchisedeks ist und er ist ein ewiger hoher Priester. Kommt dann das jüdische Priestertum nochmal? Nein. Wer ist denn Priester für Israel und für die Welt? Jesus. Nochmal. Wer ist denn Priester für Israel und für die Welt? Ihr. Ja? Wir sind doch auch Priester. Petrus rief, Dankeschön, ja? Genau, ja? Petrus sagt, ihr seid ein königliches Priestertum. Mose sagt zu Israel, ihr seid ein priesterliches Königtum. Petrus sagt zur Gemeinde, ihr seid ein königliches Priestertum. Die Gemeinde hat den Schwerpunkt auf der Priesterschaft. Israel hat den Schwerpunkt auf der Königsherrschaft. Ja? Ein priesterliches Königtum. Die Gemeinde hat den Schwerpunkt auf der Priesterschaft. Ein königliches Priestertum in Christus. Ja? Das ist etwas, was die Gemeinde als Berufung, das ist viel höher als dieses irdisch Gesinntsein. Davon schreibt Paulus im Galaterbrief. Das ist das Evangelium Jesu. Und deswegen sagt Paulus, ist das Wort aller Annahme wert. Und deswegen sagt er auch, ist es nicht wert, die Leiden der Jetztzeit zu erwähnen gegen das, was an uns geoffenbart werden soll. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist die Berufung. Ja? So, jetzt müssen wir zurück zu dem alten Tempel. Aber vielleicht kann man es jetzt ein bisschen besser verstehen. Das ist irdisch, das ist ein Abbild, das sind Schattenbilder, über die wir jetzt sprechen. Ja? Nicht die Wesenheiten. Wir sind in Christus dritter Tempel. Wir sind Wesenheit im Geist und in Wahrheit. Seit 2000 Jahren, ja? Okay, kann Gott eine alttestamentliche Priesterschaft anerkennen? Nein. Warum? Weil die schon beendet ist. Was alt und überjahrt ist, ist nahe bei seinem Ende. Das ist also alles schon vorbei. Und deswegen kann der jüdische dritte Tempel auch kein Tempel Gottes sein. Vielleicht ist er ein Tempel, aber er ist ein eigenwilliger Tempel, den die Juden eigenwillig bauen. Sollen die Juden einen Tempel bauen? Nein. Was sollen sie denn tun? Sich zu Jesus bekehren, der ihr Messias ist. Das sollen die Juden tun, oder? Natürlich.
wenn die Juden sich zu Jesus bekehren, würden die dann noch einen Tempel bauen wollen? Nein. Die Juden sollen also gar keinen Tempel bauen, sondern sie sollen sich zu Jesus bekehren. Er ist der Tempel. Wenn sie sich bekehren, wären sie auch Tempel. Sie wären auch Priesterschaft. Sie hätten einen hohen Priester, sie hätten ein Opfer, sie hätten einen Tempel, sie hätten Vergebung ihres, sie hätten alles das, wonach sie suchen. Ja, alles wäre in Christus da. Jetzt gibt es aber ein Problem. Diese Bibelstelle in 2. Thessalonicher 2, da steht, ich sag mal, da kommt ein Antichrist, ja, ein Kind des Verderbens, ein Sohn der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens, ja, der da ist, der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, also dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Das heißt, Paulus spricht davon, dass in der letzten Zeit der Antichrist kommt und sich in einen Tempel setzt und dort als Gott verehren lässt. Jetzt habt ihr das gehört, gell? Was ich gemacht habe. Ich habe so ein bisschen was. Ja? Paulus schreibt, dass der Antichrist kommt und sich in den Tempel Gottes setzt. Und jetzt gibt es bei den Auslegern ein Problem. Immer wenn Paulus sagt Tempel Gottes, meint er die Gemeinde Jesu. Ja, aber wenn der Paulus sagt, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt und hier steht auch Tempel Gottes, dann sagt die Landeskirche, die evangelische Landeskirche, vielleicht die katholische vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht ganz so genau, die sagen, naja, antichristliche Lehren dringen nach und nach in die Kirche Jesu Christi ein, die ja ein Tempel Gottes ist. Da sage ich, gut, das ist so eine Hilfsauslegung, weil der Paulus schreibt ja hier von einem Mensch der Sünde, von dem Kind des Verderbens, 2. Thessalonicher 2, Vers 3, von einer Person, von einem Menschen. Und nicht von Lehren, von antichristlichen Theorien, von Philosophien. Ja? Das heißt also, man kann das vielleicht so auslegen, das ist vielleicht auch passiert, dass antichristliche Philosophien und Lehren in die Kirche Einzug gehalten haben. Aber Paulus meint das ja nicht, weil er schreibt ja von einer Person, der da ist der Widersacher. Und der setzt sich in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Und Dogmen oder antichristliche Theorien geben sich ja nicht als Gott aus. Das kann also irgendwie, das ist so schräg, das ist nicht rund, ja? Das ist die eine Position. Und die andere Position sagt, naja gut, die Juden bauen noch einen Tempel in der Endzeit in Jerusalem, und zwar da, wo die goldene Kuppel der Al-Aqsa-Moschee ist, und da setzt sich dann der Antichrist rein. Ja, sage ich, gut, also ist auch ein Lösungsvorschlag, aber ist denn der Tempel, den die Juden dann in der Endzeit bauen, ist das ein Tempel Gottes? Und da finde ich auch kein Ja zu. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt passt das nicht und jetzt passt das andere auch nicht. Wir haben Hängen im Schacht, haben wir immer gesagt bei der Bundeswehr. Jetzt hängt man im Schacht, kommt nicht mehr weiter. Ja? So, jetzt hat man diese beiden Pole. In der evangelikalen Welt hat sich halt durchgesetzt, dass das ein dritter jüdischer Tempel wäre. Aber rund ist das für mich nicht. Das passt nicht. Jetzt schauen wir uns mal die biblische Perspektive an. Wir haben jetzt eben schon mal die jüdische Perspektive angeschaut. Wir kommen nachher nochmal zurück zum 2. Thessalonicher. Ja? Wir haben die Stiftshütte, den ersten und den zweiten Tempel. Und der dritte Tempel ist die Gemeinde Jesu. Und die besteht aus Jesus, dann die Gemeinde Jesu am Pfingstereignis und dann die Gemeinde aus den Nationen. Und dann kommt der vierte Tempel, das ist der Tempel Hesekiels. Den kennt ihr auch, ne? In Hesekiel ist die Rede, dass ein Tempel noch gebaut wird. Ein physischer Tempel. Das ist der Tempel fürs tausendjährige Reich und den nenne ich in meiner Aufzählung einfach den vierten Tempel. Roger Levy sagt, die Juden bauen in der Endzeit noch einen dritten Tempel. In den dritten Tempel setzt sich der Antichrist. Der Antichrist wird den Tempel verunreinigen. Dann kommt Jesus wieder, der wird den Tempel reinigen und baut den Tempel dann aus zum vierten Tempel, zum Hesekiel-Tempel, der in dem Propheten Hesekiel beschrieben wird. Dann antworte ich ganz kess und sage, Gott baut nie auf menschliche Fundamente. Werdet ihr da einig mit mir? Gott wird auch nie seinen Tempel fürs tausendjährige Reich auf die Fundamente eines jüdischen Tempels bauen, den die Juden ohne Auftrag Gottes gebaut haben und in dem der schlimmste Götzendienst der Welt stattgefunden hat. Das passt nicht. Ja? Also das wäre so meine Kritik daran, ja? Also wir hätten dann den dritten und den vierten Tempel. Die Frage ist, wo kommt denn der dritte Tempel der Juden? Ja, der kommt überhaupt nicht. Das ist ein Wunschgedanke
des Tempelinstituts und die leben da auch gut von. Und es mag vielleicht auch ein Wunschgedanke sein, einen Tempel wieder in Jerusalem zu haben, weil er ihr Nationalheiligtum ist. Und der Rabbi hat ja gesagt, wenn der Tempel kommt, dann gibt es Wohlergehen für alle Völker und alle Völker dürfen in dem Tempel anbeten, nur ihr Christen nicht, ja? Die das Geld gegeben haben, die nicht, aber alle anderen natürlich schon. Ja? Und das ist eine Wunschvorstellung Israels, aber Israel ist zu spät, weil die das Neue Testament versäumt haben. Entschuldigung, die haben ihren Messias versäumt. Und es hat sie 2000 Jahre Land und Tempel und Priesterschaft und alles gekostet, ja? Und wir dürfen aus Gottes Gnade das alles haben. Nur wenn wir so weitermachen, verlieren wir das auch, dann werden wir wieder ausgepfropft und Israel wieder eingepfropft. Und es sieht fast so aus, dass das in die Richtung geht, ja? Okay, also das Problem bei dem Ganzen ist, wir sollen nicht auf das Sichtbare sehen, auf einen sichtbaren jüdischen Tempel, sondern wir sollen auf das Unsichtbare sehen, ja? Den dritten Tempel der Gemeinde Jesu. Denn was sichtbar ist, der jüdische Tempel, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, die Gemeinde Jesu, das ist ewig. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Skandal das war, wenn der Paulus 50 nach Christus davon geschrieben hat, dass die Korinther ein Tempel Gottes im Heiligen Geist sind? Wann wurde denn der Tempel in Jerusalem zerstört? 70 nach Christus, ja? Übrigens von Titus. Und Titus war mit seinem Vater Vespasian davor stationiert im Schwabeländle. Ja? Erst in Schottland und dann ist Vespasian mit Titus ins Schwabeländle, ins Germania Superior, Oberschwaben. Und in Oberschwaben, das ist so Bad Cannstatt, Stuttgart. Und ich sage immer, der Titus hat bei den Schwaben Gründlichkeit gelernt und mit schwäbischer Gründlichkeit hat der dann den Tempel abgebrochen in Jerusalem, weil die sind von Stuttgart direkt nach Jerusalem abkommandiert worden. Und meinen schwäbischen Glaubensfreunden sage ich immer, ihr seid ganz nah dran, aber nicht rühmlich. Ja? Ist natürlich ein Scherz, ja. Aber Titus war, bevor er nach Jerusalem gegangen ist, war der in Bad Cannstatt. Obergermanien war der stationiert. Ja? Gut, also... Wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern wir sehen auf das Unsichtbare. Weil wir von Neuem geboren sind, sehen wir den Tempel Gottes. Und Paulus sagt, wisset ihr denn nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und der Geist Gottes in euch wohnt? So jemand den Tempel Gottes, der seid ihr, ja? Den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Und der seid ihr. Ihr seid ein Tempel Gottes. Ja, das muss man festhalten. Und jetzt hat man aber, wenn man 2. Thessalonicher 2 hat und der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt, dann kann man das nur sagen, ja gut, vielleicht mit antichristlichen Lehren oder die Juden bauen noch einen Tempel. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht mehr. Und beide, die man hat, passen nicht. Ja? Okay, also das haben wir schon. Und jetzt hat Paulus 56 nach Christus den Korinthern geschrieben, dass sie ein Tempel Gottes im Heiligen Geist sind. Diese Bibelstellen, die ich zitiert habe, kommen ja aus dem 1. Korintherbrief, 56 nach Christus. Da haben die Juden gesagt, merkt ihr, wie der Paulus vollkommen verrückt ist? Hier ist doch der Tempel. Aus Holz und aus Stein. Ihr könnt ihn anfassen. Ja, kommt doch vorbei. Hier sind die Priester, hier sind die Opfer. Hic salta, hic rodos heißt es, ja? Hier ist Rodos, hier sind die Spiele. Die Juden haben gesagt, der Paulus ist vollkommen durch den Wind. Der beschreibt die Korinther, die unbeschnittenen Goi, die Goyim in Korinth, die allen Schmuddelkram machen, die beschreibt er als Tempel Gottes. Der Paulus, wenn wir den kriegen, also der wird mindestens, also 40 weniger 1 oder Steinigung. Ja? Und sie werfen Paulus vor, wenn er nach Jerusalem kommt, du redest wieder das Gesetz und wieder diese Städte. Wieder diese Städte redest du. Das haben sie ihm vorgeworfen. Und Entschuldigung, das mache ich auch gerade. Ich rede wieder das Gesetz des Mose. Ich rede für das Gesetz Christi. Ich rede wieder diesen Tempel. Ich rede für den Tempel der Gemeinde Jesu. Und das war das, was sie dem Paulus auch vorgeworfen haben. Das Evangelium war immer schon ein Skandal. Ja, das war immer schon so. Aber im Jahr 56 nach Christus, oh, jetzt läuft er ein bisschen schnell, ja. Im Jahr 56 nach Christus, da stand der Tempel ja noch.
Er wurde erst 14 Jahre später, wurde der erst von Titus geschleift. Und da haben dann die Juden vielleicht auch angefangen zu verstehen. Paulus hatte recht mit dem. Aber man muss das geistlich verstehen. Und den Tempel in 2. Thessalonicher 2, das muss man auch geistlich verstehen. Ja? Kommen wir jetzt gleich zu. Also der jüdische Tempel stand da noch. Und obwohl ich sage, da ist nicht, in diesem Kapitel ist in 1. Korinther nicht direkt verheißen, dass ein Tempel kommt, so ist doch von Paulus noch für die Endzeit ein Tempel verheißen. Und zwar in 2. Thessalonicher 2, der Mensch der Sünde, der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, also dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Jetzt kommen wir langsam zum Punkt. Das ist eine Stelle und Offenbarung ist noch eine Stelle. Jetzt schauen wir jetzt erst diese 2. Thessalonicher 2 Stelle an. Der dritte jüdische Tempel ist kein Tempel Gottes, den die Juden planen. Und Punkt 2, der Tempel, den Paulus und Johannes meinen, muss physisch und geistlich sein. Warum? Geistlich, weil es ja ein Tempel Gottes ist, von dem Paulus schreibt. Physisch, weil der Antichrist als Mensch da hineingeht und sich dort hineinsetzt. Ja? Also er muss physisch sein, dreidimensional. Er muss geografisch verortbar sein und er muss ein geistlicher Tempel sein. Und jetzt sind wir eigentlich am Punkt, wo ich sagen würde, wenn Jerusalem wiedergeboren wird in der letzten Zeit, dann ist Jerusalem ein Tempel Gottes. Warum? Naja, weil die Menschen in Jerusalem, die paar, die da noch drin sind, die sind ja wiedergeboren. Ja, und Paulus schreibt ja von allen Wiedergeborenen, dass die ein Tempel Gottes sind. Und zwar jeder Einzelne und auch in Gänze. Und auch die Stadt Jerusalem ist dann ein Tempel Gottes im Geist, geistlich und physisch. Es ist geografisch verortbar und es ist dreidimensional, weil in die Mauern Jerusalems kann ja der Antichrist hineingehen. Ihr könnt ja heute auch nach Jerusalem reingehen. Ja? Das heißt also, dieses Dilemma, was wir in 2. Thessalonicher 2 haben hier, ja, dass das irgendwie alles nicht so richtig reinpasst in den Auslegungen, die wir bisher haben, könnten wir beantworten damit, dass wir sagen, ja, der Tempel, von dem Paulus hier spricht, wo der Antichrist sich hineinsetzt, das ist die wiedergeborene Stadt Jerusalem. Und dann würde das passen. Und ich rede ganz frank und frei, weil man das vergessen hat, dass es sowas gibt wie die Wiedergeburt Jerusalems, kommt man mit diesem Vers hier nicht klar und unterstellt hier einen jüdischen Tempel. Wie damals, dieser Tempel ist in 46 Jahren gebaut und du willst ihn in 3 Tagen abbrechen und aufbauen, ja? Bauphysikalisch, äußerlich. Aber dann wäre ja die Kenntnis von der Wiedergeburt Jerusalems wäre ja eine Lösung für dieses Auslegungsdilemma hier. Ja, natürlich. Dann meint Paulus gar nicht einen dritten Tempel, den die Juden bauen. Nein. Was meint Paulus denn? Paulus meint, dass in der Endzeit Jerusalem zum Glauben an Jesus kommt, dass dann in Jerusalem wiedergeborene Christen wohnen, die wahrscheinlich vorher Juden waren, und dass dann der dritte Tempel entstanden ist. Ich möchte es vielleicht noch anders sagen. Wenn ihr euch vielleicht vorstellen könntet, dass das ganze Land Israel aufgebaut ist wie der Tempel. Der Norden Israels, Ephraim, der Vorhof, Juda das Heiligtum, Jerusalem das Allerheiligste und der Berg Zion, der Altar, wo geopfert wird. Wurde auf dem Altar schon geopfert? Ja, wer denn? Jesus. Könntet ihr euch vorstellen, wenn wir auf die Landkarte gucken, die meisten sehen das nicht, weil wir glauben, wir sehen da nur ein bisschen Geografie und ein bisschen Topografie. Wir sehen da halt Israel irgendwo in Vorderasien. Ja? Aber wenn wir das geistlich sehen, dann müssten wir sagen, das ganze Land Israel ist ja ein heiliges Land. Warum? Naja, das Land ist aufgebaut wie der Tempel. Ephraim ist der Vorhof, Juda Heiligtum, Jerusalem Allerheiligstes, Berg Zion ist Altar. Okay, also wenn das so sein sollte und Jerusalem zum Glauben an Jesus kommt, dann wäre, wenn Jerusalem wiedergeboren ist, wäre ja Priesterschaft im Tempel. Ja, natürlich. Ja, dann wäre ja der Tempel betriebsbereit fürs tausendjährige Reich. Ja. Aber jetzt kommt der Antichrist und bricht in die Mauern Jerusalems rein und tötet die alle.
die Wiedergeborenen und setzt sich dort ein und sagt, ich bin Gott. Niemand konnte die töten, aber ich töte die. Wenn das passiert, wird das Evangelium nicht mehr aus Jerusalem gepredigt. Ja? Dann werden, Entschuldigung, die Rabbiner werden dann froh sein darüber. Und die werden dann sagen, du hast große Schmach von uns abgewendet, weil diese Botschaft von diesem Jeschu ist zum Erliegen gekommen. Du bist unser Maschiach. Du bist der Maschiach ben David. Soll ich das auf Griechisch mal sagen? Du bist Christus, der Sohn Davids. An dem Tag ist der Antichrist Antichristus. Weil Jesus Gott ist, werden sie ihn verehren, weil er das getan hat, wie Doeg im Alten Testament, der die Priesterschaft gemeuchelt hat. Der Doeg hat die Hand an die Priester gelegt und hat die getötet. Das ist Altes Testament. Ah, wieder ein Bild auf die Ja, natürlich, das steht alles schon im Alten Testament. Das heißt, die Juden werden dann diesen Mann, der in den Tempel reingeht und sich dort als Gott verehren lässt, den werden die verehren. Inwiefern denn? Die werden sagen, du bist der Maschiach ben David. Die Juden warten ja noch auf zwei Messiasse, ja? Auf den Messias ben Josef und auf den Messias ben David. Auf den Gesalbten, den Sohn Josefs, erstaunlicherweise, und auf den Gesalbten, den Sohn Davids. Christus, der Messias heißt ja Gesalbter, ja? Maschiach ben David heißt Christus, der Sohn Davids. Maschiach ben Josef heißt Christus, der Sohn Josefs. Und wir Christen sagen, nee, Christus, das ist dasselbe und der ist schon mal gekommen und kommt nochmal. Ja? Die Juden aber, weil die dasselbe Alte Testament wie wir lesen, aber halt anders, die sagen, es wird zwei Messias in der Endzeit geben. Und wir sagen, nee, das ist nur einer und der kommt zweimal. Und die sagen, nee, das sind zwei, die kommen beide in der Endzeit. Und dann kommt erst der Messias Ben Josef, der wird sterben, weil sie werden ja den sehen, in den sie gestochen haben. Und dann kommt Messias Ben David und der wird große Schmach und Unheil von Israel abwenden. Und das erwarte ich hier. Ist aber nur so unter uns. Da läuft es einem kalt den Rücken runter. Also was ich damit sagen will, ist, der Tempel, den Paulus und Johannes meinen, der muss physisch und geistlich sein, und zwar gleichzeitig, ja? Physisch, weil der Antichrist sich da in persona hineinsetzen wird, und geistlich, weil es ein Tempel Gottes sein wird. Und diese Voraussetzung ist gegeben in dem Moment, wo man unterstellt, dass die Gemeinde Jesu hier am Ende noch die Wiedergeburt Jerusalems erleben wird und dann ihren Abschluss findet. Ach so, das heißt, wir hätten einen Ölbaum, einen Leuchter und einen Ölbaum. Ja genau, haben wir heute Morgen von gesprochen. Und hier haben wir auch Ölbaum, hier haben wir einen Leuchter, Gemeinde aus den Nationen, und wir haben wieder Ölbaum. Und diese Gedanken gehen mir im Kopf rum, wenn ich so über die Wiedergeburt Jerusalems spreche. Und noch andere, wo das andockt, wie magnetisch bringt das an und ordnet sich plötzlich, ja? Und gibt eine Struktur, und die sieht ganz anders aus als das, was bisher so gepredigt wird. Und weil ich das als wichtig empfinde, dass man davon weiß, weil die Zeit rückt vor, deswegen mache ich die Vorträge. Gestern Abend hat eine Frau gefragt, warum ich das mache. Ich habe die ganze Nacht überlegt, warum ich das mache. Ich habe nie darüber nachgedacht. Ja? Und die Frage ist natürlich berechtigt. Ja? Aber ich finde, da tut sich was in Gottes Wort. Ja? Also wir hätten praktisch dann, die Gemeinde Jesu besteht aus Jesus. Er ist immer der Erstling. Ja? Den dürfen wir nie vergessen. Er ist der Hausherr. Ja? Und dann besteht die Gemeinde aus der Gemeinde zu Pfingsten. Und dann kommt die Gemeinde aus den Nationen. Das sind jetzt wir. Und irgendwann geht das Evangelium wieder heim und geht nach Hause nach Jerusalem und kommt die Stadt Jerusalem noch zum Glauben an Jesus. Und dann ist die Gemeinde Jesu vollständig. Und dann kommt Jesus irgendwann wieder, dann kommt der vierte Tempel, dann kommt das Millennium. So wäre die Vorstellung, die ich da so habe über den Tempel. Und wenn wir uns jetzt das hier noch anschauen wollen, hier die Wiedergeburt Jerusalems, wird ja praktisch in 2. Thessalonicher und Offenbarung 11, Vers 1 beschrieben. 2. Thessalonicher 2 haben wir schon, aber das möchte ich euch hier gerne noch zeigen. Steh auf und misst den Tempel Gottes und die darin anbeten. Nicht die so tun, als ob sie anbeten, sondern Johannes schreibt 90 nach Christus, misst die im Tempel und im Altar anbeten. Wen meint er sonst als die Gemeinde Jesu?
Die Gemeinde Jesu allein kann anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Denn Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wenn also Johannes gesagt bekommt, dass er den Tempel Gottes messen soll und die darin anbeten, dann meint er Gemeinde Jesu. Ja, aber bete denn Gemeinde Jesu dann im Tempel Gottes an? Ja, natürlich, in der Endzeit. Wann denn, wenn Jerusalem wiedergeboren wird? Ist immer dieselbe Geschichte, ja? Was heißt also, der Johannes, dem wird gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes. Also stellen wir uns einfach vor, Israel wäre heiliges Land. Dann wäre das praktisch das heilige Land, das wäre der Vorhof, das wäre das Heiligtum, Jerusalem wäre das Allerheiligste und der Berg Zion wäre der Altar. Und das haben wir ja eben schon angeschaut, ja? Hier in unserer Stiftshütte. Das war doch das, was wir in der Stiftshütte auch hatten. Das heißt, das ganze Land Israel ist aufgebaut wie die Stiftshütte oder wie der Tempel. Ist eine Näherung, ist ein Bild, ja? Aber wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann wäre Priesterschaft im Tempel und dann könnte der Tempel anfangen, fürs tausendjährige Reich zu arbeiten, ja? Und der Antichrist macht das alles kaputt. Gott lässt sich das nochmal nehmen, ja? Gott lässt das nochmal passieren. Okay, das ist das, was Johannes gesagt wird. Es ward mir ein Rohr gegeben, einem Stecken gleich, und er sprach, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Das heißt, ich rede ja auch oft davon, dass Israel auseinanderbricht, ja, in den Norden und in den Süden. Und deswegen hat mich das so elektrisiert, wenn ich sehe, was in Israel passiert zurzeit, dass die tatsächlich dran sind, zwischen Tel Aviv und Jerusalem eine Grenze zu machen. Und das, was da jetzt passiert ist an dem Grenzzaun, das sorgt nur dafür, dass der Riss noch tiefer wird. Vielleicht hat Netanjahu gedacht, die Krise eint das Volk. Jetzt kommen aber immer mehr Gerüchte raus, dass der da rein verwickelt ist. Das wird ja noch schlimmer, ja? Und das heißt also, dieser Bruch zwischen dem Norden Israels und dem Süden Jerusalems, ich sag mal Ephraim und Juda, wird noch tiefer. Und ich glaube, dass die Endzeitleute davon ausgehen, dass Israel in zwei Teile zerbricht. Wenn Israel in zwei Teile zerbricht, entsteht der Vorhof. Ja? Jetzt ist Israel ja noch komplett, ja? Das geht ja praktisch von hier oben, vom Norden Israels bis hier runter, auf die Sinai-Halbinsel bis nach Elat runter. Aber wenn Israel, wenn der Norden sich abtrennt vom Süden, wenn das kommen sollte, dann entsteht der Vorhof und das Heiligtum und das Allerheiligste. Dann ist es Zeit, dass die Priesterschaft dort zum Glauben kommt. Ja? Also immer wenn ich sage, Israel wird auseinanderbrechen, dann heißt das eigentlich im Hinterkopf, dann wird der Vorhof entstehen. Das ist der Gedanke. Es sind ganz viele Bilder, die da passieren. Jesus sagt uns nicht eine Zeit, kein Datum oder keine Jahreszahl, sondern er sagt, warum beurteilt ihr nicht die Zeichen der Zeit? Und dieses Auseinanderbrechen Israels, das ist für mich ein Zeichen der Zeit. Die Staatsgründung schon, aber das Auseinanderbrechen Israels noch mehr und noch konkreter die Wiedergeburt Jerusalems. An dem Tag, wo Jerusalem wiedergeboren wird, fängt die 70. Jahrwoche an zu laufen. Das ist aber noch ein anderes Thema. Aber das ist meine Sicht. Das ist meine Sicht zum dritten Tempel. Ja? Und ich würde sagen, der Paulus, der hat nirgendwo geschrieben, dass die Juden nochmal einen Tempel bauen. Und wenn ihr die Verse lest, dann werdet ihr auch sehen, dass da nirgendwo steht, der Tempel müsste gebaut werden, sondern da steht, da wird der Tempel nur als existent vorausgesetzt. Warum? Naja, weil da keine Steine oder Holz aufeinander gebaut werden müsste, sondern weil dazu nur fehlt, dass die Tochter Zion in Wehen kommt und gebiert. Und dann muss der Tempel nicht gebaut werden, sondern dann hat der Messias ja den Tempel gebaut, wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Warum? Na, weil Jesus seinen Geist auf seine Stadt ausgießt in der Endzeit. Naja, davon spricht Zacharja. Der Messias wird selber sein, nicht die Juden. Der Messias wird den Tempel bauen, einen im Geist und in Wahrheit. Das wäre meine Sicht. Ja? Damit könnte man 2. Thessalonicher 2 dann verstehen. Und wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Ja?